Die Wissenschaft schützt sich selbst. Genau das tut sie bei chronischen Krankheiten. Nicht bei einigen anderen Dingen, weil ich die Wissenschaft und Forschung liebe, aber sie schützt sich bei chronischen Krankheiten. Sie schützt nicht die Person. Das ist das, was sie tut, indem sie sagt, dass es deine Schuld ist, indem sie sagt, dass man die Ursache seiner Krankheit ist, indem sie sagt, dass es dein Körper ist, dein Immunsystem. Dadurch schützt sich die Wissenschaft und die Forschung, weil sie die Antwort noch nicht kennen. Sie macht dich dafür verantwortlich. Und wie kann die Wissenschaft und die Forschung das tun? Auf die konventionelle Art und Weise und sogar auf dem alternativen Weg. Gib ihr der Frau die Schuld. Gib ihr die Schuld, dass ihr Körper fehlerhaft ist. Ja? Dass sie ein schlechter Mensch ist. Dass sie ein emotionales Problem mit ihrer Krankheit hat. Zu sagen, dass vielleicht alles in ihrem Kopf ist. Zu sagen, dass man verrückt ist. Oder sich vielleicht nur langweilt, dass man faul ist oder müde, aber nicht wirklich krank. Das ist seit Jahrzehnten passiert und geschieht noch heute.